Heute nehme ich euch mit auf die Reise nach Thun, weil dort hat mein Kollege, der Freddy, eine eigene vegane Käserei mit ein paar Freunden aufgebaut. Die heisst New Roots und ist super professionell mittlerweile. Ich möchte vor Ort sehen, wie er und sein Team arbeiten und was seine Pläne und Visionen für die Zukunft sind. New Roots, wir sind da. Ah, hoi. Hey. Sorry, Freddy. Alles klar. Hier werden eigentlich die Ricotta verpackt von Isa. Sie ist aus Holland. Kai ist ursprünglich aus Deutschland. Die werden eigentlich in die Becher verpackt. Es wird dann gerüttelt mit Thymian, Lavendel und Olivenöl kommt noch drüber. Alex ist eigentlich Produktionsleiterin. Sie schaut, dass eigentlich all die verschiedenen Produkte richtig disponiert werden. Sie hat jetzt hier alle Aufträge, die wir haben, von England, Deutschland, die Schweiz. Ich wollte ja überall mit dem Finger drin langen, aber es muss ganz steril und sauber sein. Wow. Also wie das der Camembert? Ja, genau. Freddy, wie macht man eigentlich veganen Käse? Was wir eigentlich hier machen, ist eigentlich, wir käsen mit Kuhmilch. Einfach, wir ersetzen die Kuhmilch mit pflanzlicher Milch. Das heisst, wir nehmen das Protein, das Fett und den Zucker, der in Kuhmilch ist, nehmen wir aus den Nüssen. Wir machen jeden Morgen frisch unsere Cashewmilch, die wird dann mit Kulturen versetzt, wird dann fermentiert über Nacht. Ist das ein Schimmelpilz? Ja. Wow, ist das so wie eine Wolke? Und Freddy, wie hat denn das alles angefangen? Also wie bist du drauf gekommen, veganen Käse zu machen? Wir sind mit meiner Partnerin vor 5-6 Jahren sind wir Veganer geworden. So, zuerst ich bin aus sportlichen Gründen und dann schnell mal aus ethischen Gründen. Und immer mega viele Leute haben immer gesagt, ja, sie könnten vegan leben, wenn es guten, gesunden veganen Käse gibt. Und so ist dann schnell mal aus einer Idee ein Produkt geworden, aus einem Produkt ein Geschäft. Und das ist eigentlich das, was wir momentan machen, wirklich die Leute beglücken mit super gesunden Käsealternativen, die noch nachhaltiger ist als ein Kuhmilchprodukt und natürlich auch ethisch vertretbar. Es ist wahnsinnig, was die Schweiz schon alles zu bieten hat im Bereich der veganen Gastronomie und Lebensmittelproduktion. Ich bin beeindruckt von dieser Professionalität und vom Willen von dem jungen Freddy. Er ist aber einer von vielen. Ich reise weiter und freue mich schon bald auf andere vegane Betriebe und Foodproduktionen. Kommen wir da mit?